In diesem Ausschnitt aus dem neuen Outlook 365 Videotraining geht es um Dateianfügen in einer Besprechungseinladung. Mehr Informationen zum kompletten Videotraining finden Sie unter dem Video in der Beschreibung. Jeder Kalendereintrag hat ein Notizfeld. Im Notizfeld können Sie beispielsweise einen Begleittext zu einer Besprechungseinladung verfassen, eine Agenda hinterlegen oder Unterlagen anfügen. So können sich alle Besprechungsteilnehmer gut vorbereiten. Die Darstellung unter dem Textfeld mit Büroklammer, Smiley, Loops und so weiter erinnert sehr an Microsoft Teams. Das neue Outlook integriert sich also immer mehr in die Office 365 Applikationen, was vielerorts nun für eine einheitliche Darstellung sorgt. Über das Büroklammer-Symbol können Sie Dateien anfügen. Ist die Datei, die Sie anfügen möchten, aktuell noch lokal gespeichert, dann klicken Sie auf diesen Computer durchsuchen und wählen dort die Datei aus. Dadurch wird eine Kopie dieser Datei an die Besprechungseinladung angefügt. Das gilt übrigens auch für OneDrive-Dateien. Das heißt, wenn Sie über diesen Computer durchsuchen, eine OneDrive-Datei über Ihren Datei-Explorer auswählen, weil Sie eben Ihre OneDrive-Bibliothek mit Ihrem Datei-Explorer synchronisiert haben, wird auch eine Kopie an den Kalendereintrag angefügt. Falls die anzufügende Datei auf Ihrem OneDrive liegt und Sie den Empfängern der Besprechungseinladung direkt Zugriff auf diese Datei geben möchten, klicken Sie bei dem Büroklammer-Symbol auf OneDrive. Daraufhin öffnen sich Ihre persönliche Cloud OneDrive und hier Ihre zuletzt verwendeten Dateien. Links können Sie auch in das Register Dateien wechseln, um alle Dateien zu sehen, die auf Ihrem OneDrive gespeichert sind. Treffen Sie hier nun Ihre Auswahl und bestätigen Sie, entweder mit Link teilen oder mit Anfügen. Bei Anfügen wird wieder eine Kopie angefügt. Bei Link teilen fügen Sie direkt an der Stelle, wo der Cursor vorher stand, im Textfeld einen Freigabelink ein, der zum Speicherort der Datei führt. Dadurch können die Empfänger der Einladung direkt in Ihrer Datei arbeiten, ohne dass diese den Speicherort verlässt. Prüfen Sie auch hier den Freigabelink, indem Sie einen Rechtsklick auf die Datei machen, da Sie mit dem Link gewisse Berechtigungen auf die Datei senden. Über Hochladen und Teilen öffnet sich auch Ihr Datei-Explorer und falls Sie hier eine Datei auswählen, legen Sie erst eine Kopie dieser auf Ihrem OneDrive ab und teilen im gleichen Zuge den Link, der dann zu dieser Datei auf Ihrem OneDrive führt. Auch hier sollten Sie unbedingt prüfen, mit welcher Berechtigung der Link versehen ist. Hochladen und Teilen würden Sie auswählen, wenn die Datei aktuell noch lokal gespeichert ist. Sie diese aber hochladen würden, damit alle Empfänger der Besprechungseinladung in ein und der gleichen Datei arbeiten können. Dies war ein Gratis-Ausschnitt aus dem E-Learning zum neuen Outlook 365. Auf unserer Lernplattform können Sie das neue Outlook komplett im Selbststudium lernen. Mehr Infos und den Link finden Sie unter dem Video.